Herr Finanzminister, das Zurückkehren zu den Maastricht-Regeln wird wohl unvermeidbar und unumgänglich sein. Na, neue Regeln brauchen wir auf jeden Fall. Wir hatten ja die Regeln ausgesetzt jetzt in den letzten 3 Jahren, aufgrund der diversen Krisen, die wir erlebt haben. Aber wichtig ist schon, dass wir zu neuen Regeln zurückkehren. Jetzt sind wir durchaus gesprächsbereit, wenn es darum geht, brauchen wir mehr Flexibilität beispielsweise. Klar ist, dass wir Regeln brauchen, die durchsetzbar sind, die transparent sind auch und nachvollziehbar sind. Weil einfach so weiter wursteln sozusagen wie bisher, das wird es nicht gehen. Wir müssen uns nämlich Spielräume schaffen für die Zukunft und das können wir nur mit nachhaltigen Budgetpfaden. Spielräume brauchen wir, weil wir natürlich wieder Krisen erleben werden und wir haben gesehen in den letzten Krisen, dass wir gut aufgestellt waren als Republik Österreich, gemeinsam mit ein paar anderen europäischen Staaten auch, und diesen Spielraum haben wir gebraucht, um schnell agieren zu können, um unmittelbar agieren zu können im Kampf gegen die verschiedenen Krisen. Waren wir ein bisschen zu lasch im Windschatten von Corona? Haben wir es ein bisschen schleifen lassen? Ja, das haben wir auf jeden Fall. Dieses Anspruchsdenken ist wesentlich zu hoch gewesen in ganz Europa, aber bei uns auch. Ja, aufgrund der Krisen waren wir zu lasch. Wir hatten natürlich die Situation, dass wir schnell unterstützen mussten, die Wirtschaft, die Haushalte, jetzt auch im Kampf gegen die Teuerung. Das war wichtig, das zu tun, aber jetzt müssen wir zurückkehren zu nachhaltigen Budgetpfaden. Das ist wichtig, wie gesagt, nicht aus Selbstzweck, sondern um uns Spielräume für die Zukunft zu schaffen. EU-Finanzkommissar Hahn hat erwähnt, dass eigentlich eine Gesundung der Staatshaushalte ohne ernsthafte Pensionsreformen schwer oder unmöglich sein werden. Teilen Sie diese Meinung? Und wenn ja, wie schaut es denn aus mit einer Pensionsreform in Österreich? Ja, also wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode keine zusätzliche Pensionsreform vorgesehen. Das wird Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein. Was wir schon müssen, ist jetzt Maßnahmen setzen, damit Menschen länger im Arbeitsleben gehalten werden. Da sind wir dran, Leistungspaket zu machen, Überstunden attraktiver zu gestalten. Das sind Dinge, die wir jetzt machen. Wir brauchen die Menschen dringend am Arbeitsmarkt und es gibt ein hohes Potenzial, gerade von älteren Arbeitnehmern, die gerne länger arbeiten würden, wenn es attraktiver wäre. Und da müssen wir Steuerschraube drehen, attraktivere Steuermöglichkeiten zu haben, aber auch die Pensionsversicherungsbeiträge nach unten zu bringen. Das sind die Dinge, die wir jetzt machen können, um das faktische Pensionsantrittsalter an das Gesetzliche dann auch entsprechend heranzubringen. Wie beurteilen Sie als Finanzminister der Republik, die Nettozahler ist in der EU, die vielen Beitrittsüberlegungen von Staaten, die ja doch einmal als Nettoempfänger bezeichnet werden dürfen? Ja gut, die europäische Idee ist natürlich groß und wir müssen daran interessiert sein, dass diejenigen Mitgliedstaaten, zukünftigen Mitgliedstaaten, die auch einen Teil, einen Beitrag auch leisten können in Europa, auch eine Perspektive haben. Wir wissen das am Westbalkan beispielsweise, da haben wir den Mitgliedstaaten, zukünftigen Mitgliedstaaten hoffentlich schon eine Perspektive gegeben. Bei anderen müssen wir vorsichtig sein, glaube ich. Zurückhaltend, das ist auch die Position, die ich vertrete, die ich mitvertrete, aber unser Außenminister und unsere Europaministerin sind da federführend tätig. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Finanz. Vielen Dank, dass Sie so spontan die Zeit haben.